Im Leben geht es darum, den Ton zu formen. Und das ist, was es ist. Dir bewusst darüber zu sein, dass du der Schöpfer deiner Erfahrungen bist und dass du Gefühle in dir trägst, die dir sagen, dass du dich weiter ausgedehnt hast, als du es dir selbst erlaubst zu gehen. Und dann bewusst und genau zu bestimmen, wie du dich fühlst und nach einem verbesserten Gedanken auszureichen. Und tatsächlich die Verbesserung in deiner Schwingung zu spüren, während der Widerstand von dir abfällt. Und das Erlauben übertrieben ist. Und dann dazu zu gelangen, die brillanten Manifestationen zu beobachten, die das Universum dir liefert. Um deine Veränderung, deiner Energie zu bestätigen. Und dann an diesem sich neu manifestierten Ort zu stehen. Den Stolz darüber zu spüren, was du geschafft hast. Und dich ganz in Bezug darüber zu fühlen, wer du bist. Und jetzt noch mehr Kontrast zu haben, der dich dazu veranlasst, noch weiter zu gehen. Und mit der Zeit wirst du zu diesem bewussten Verständnis davon gelangen, bei dem du erkennst, dass das genau das ist, wofür du hierher gekommen bist. Du bist nicht gekommen, um es bis zu einem Ende zu schaffen, weil du wusstest, dass du es niemals zu einem Ende bringen wirst. Du bist gekommen, um dich auszudehnen und es zu realisieren und dich auszurichten und dich auszudehnen und es zu realisieren und dich auszurichten. Und du sagtest, je mehr, desto mehr Spaß. Du hast davon gesprochen, dass du die Welt erforschen wolltest. Du hast davon gesprochen, deine Kinder mitzunehmen und all diese Abenteuer zu erleben. Und wir möchten, dass du weißt, dass das genau das ist, wofür ihr gekommen seid. Ihr seid wegen des Abenteuers gekommen, aber du kannst das Abenteuer direkt in deiner Nachbarschaft, direkt in deinem Haus, direkt in deiner Küche, direkt in deinem eigenen Kopf, in dem, was du im Fernsehen siehst, finden, sich kontinuierlich ausdehnt und dann genau das wieder einzuholen. Wenn das Leben dich dazu bringt, mehr zu werden und du weise genug bist, dich selbst das sein zu lassen. Du bist die Canyons des Universums hinuntergefahren, reitest die Stromschnellen auf eine Weise, die noch über das Reiten der Stromschnellen hinausgeht. Mit anderen Worten, weil die Quelle in dir ist, gibt es nichts, was der Quelle in dir mehr gefällt, als zu spüren, wie du mit dem, was du bist, auf eine Höhe gelangst, auf einen Stand damit kommst. Das ist die Feier, die wir alle feiern. Das ist die Gänsehaut, die gerade jetzt deine Wirbelsäule hinaufkräuselt. Das ist der Rausch, das ist die Leidenschaft, das ist die Inspiration, das ist das Leben, so zu leben, wie es für dich bestimmt ist. Und das ist, wozu eure Kinder hergekommen sind, um deine Energie zu strapazieren.